Yo guys, what's up? The Blue Games X is back for another part of my Sonic the Hedgehog LP. Und ihr seht hier diese Stage Starlight Zone, wenn ich das jetzt nicht irgendwie falsch gesagt habe. Einer der letzten Stages, ich glaube die vorletzte oder irgendwie sowas. Die Mucke ist auf jeden Fall Bombe, finde ich. Passt richtig in das Game und was ich halt cool finde, ist, dass es hier ziemlich viele Loopings und so gibt. Also, dass man die Stage, wenn man die einfachen Wege nimmt, doch total easy hinkriegt. Aber ich versuche mal, so einen Mix zu machen. Ja, wie gesagt, das hier ist eigentlich der zweite Part für eine Woche, weil ich mich letztens nicht an meinen Upload-Plan gehalten habe. Und ich lade dann beide hoch, weil ich mache nebenher noch was. Ich will aber gerade nicht. Also ich könnte euch schon sagen, was ich gerade nebenher mache, von wegen YouTube-Projekt, aber ich will es nicht sagen, aus dem Grund, weil es für mich persönlich noch nicht fest ist. Und ich will euch nicht mit Sachen überraschen, die dann am Schluss irgendwie doch nicht hochgeladen werden. Und deswegen lasse ich es lieber. Ich guck mal, wie weit ich mit dem anderen Projekt komme und dann, je nachdem, kann ich euch sagen, wie das sein wird. Und die erste Stage ist wieder wie nix durch. Wieder kein Ring, weil wir alle Chaos Emeralds haben, weil wir G's sind. Sonic has passed Act 1. Aber eins kann ich euch sagen. Das Projekt, das ich nebenher mache, das habe ich im, ich glaube, es war der dritte Part. Habe ich es erwähnt? Ja, was ist denn da los? Ja, das hängt sich gerade bei mir wieder. Ah, jetzt geht's wieder. Das hängt gerade irgendwie voll komisch. Na egal. Hoffentlich nicht bei. Also, wenn ich es dann hochgeladen habe, meine ich. Ja, sagt mir einfach mal Bescheid, so wie ihr das LP bisher fandet. Ich weiß, es ist ein bisschen eintönig, vor allem, weil ich immer so. Weil sie sich so casual stuff labe eigentlich. Und ich habe bis jetzt halt noch keine Playlist gemacht. Ja, ich bin so böse, dass ich noch keine Playlist gemacht habe. Aber das mache ich erst, wenn wenn alle Parts hochgeladen sind. Und dann haue ich die komplette Playlist in YouTube rein. Weil es gibt manche Leute, also die meine Videos verfolgen, aber das lieber auf Facebook sehen würden. Und somit haben wir die zweite Stage geschafft. Es gibt ruckzuck, weg wie nix. Sonic has passed Act 2. Und jetzt kommt es. Ja doch, Starlight Zone, sag ich doch. Der Endboss hier, der war schon okay, aber ich hab mir sowas Brutaleres so vorgestellt bei der Zone. So. Wenn man sich so vorstellt, wie hier das Level ist, so denkt man schon so, dass Eggman mit so einer Übererfindung kommt, aber das war eigentlich. Geil, direkt rein, Alter. Das war eigentlich sieht's gar nicht so hart aus. Und nochmal von vorn. Warum haben wir eigentlich kein. War da ein Checkpoint, den ich verpasst habe? Ich hab. Ist mir jetzt nicht aufgefallen so. Weil direkt, wir waren. Ja, okay, so weit waren wir auch nicht, aber wir waren weit genug, dass wir ein Checkpoint haben sollten. Naja, das hier ist eigentlich einer der coolsten Stages. Danach, was kommt denn danach? Lass mich mal überlegen. Das hing gerade wieder so komisch. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, da kommt diese Roboter-Feuerzone da. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall kommt da, glaube ich, der Endgegner. Ich glaube, das ist die nächste Round, ist die Final Round. Ich weiß nicht genau, Sorry, ich will da aber gerade unbedingt hoch. Ich weiß, ich baue gerade total scheiße. Aber so bin ich halt. Na, bevor ich da oben bin, ist das Ding weg. Ja, geht es da. Oh Mann, ey, Sonic, Sonic, Sonic. Ich weiß gar nicht, ich habe halt voll viele so Mods gesehen, so halt so self-made Retro Sonic Games. Da ist auch Shadow oder Silver oder so dabei. Oder sie haben halt Sonic ein bisschen mehr neue Abilities gegeben. Also im ersten Teil Gangster, wo er schon die Fähigkeiten aus dem Zweier hat und so. Sieht auch ganz cool aus.
oder so ganz besondere unofficial Dinger sind auch cool. Aber eigentlich wollte ich ja dabei bleiben, dass ich das alles nach der Reihenfolge mache, weil ich ja beschlossen habe, nicht nur die Retro-Teile zu machen, sondern auch die 3D-Teile und alles, was so folgt. Also alles, was ich habe. Ich habe jetzt leider keine Wii U, ich habe leider noch nie in meinem Leben Sonic and the Black Knight oder Sonic and the Secret Ring oder Lost Ring oder wie das heißt gespielt oder Colors. Also diese ganzen Wii-Teile habe ich noch nie gezockt. Ein Emulator, so, der so richtig dafür funktioniert, kenne ich nicht und das ist halt scheiße, weil ich hätte die schon gern gezockt. Ich will halt sehen, wie schnell Sonic bei diesen neuen Engines ist. Und hier seht ihr, was ich gemeint habe, so mit Eggman, so. Also Robotnik hier noch. So, das ist nicht so übertrieben ist für die Zone. Also es hätte schon ein bisschen härter sein können. So ein Riesenkolosse, der keine Ahnung was macht, so. Ich habe mal an den Farbeinstellungen ein bisschen gebastelt, weil ich wollte, dass Sonic ein bisschen blauer aussieht, aber dann sieht die Stage insgesamt so komisch von dem Kontrast aus, dass ich gedacht habe, ich lasse es lieber. Und ich, oha, das Ding hat mich gerade fett von dem anderen gerettet. Ja genau, Bretter da rein. Oh Mann, jetzt habe ich nur noch einen Ring. Wie oft muss ich den noch treffen, ey? Na komm! Jawohl, endlich! Und jetzt ab zu den... Ah, Stier! Gut! Krass, geil, das war's! Alles klar, dann sind wir mit diesem Part fertig und wir sehen uns beim nächsten Part von meinem Sonic the Hedgehog Let's Play. See you next time, world!